Herr Dr. Jahre, was mich schon lange interessiert ist, wie funktioniert eigentlich so ein Zahnimplantat? Ich glaube, das interessiert sehr viele Leute. Grüß Gott einmal. Wie funktioniert ein Zahnimplantat? Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Das ist das Implantat von einem Tyrannosaurus Rex. Vergrößert natürlich jetzt. Sprich, das ist diese Schraube aus Titan, sozusagen. Diese Schraube aus Titan kann also in den Knochen eingebracht werden und wird nachher hier einheilen. Wie man hier sieht, sieht man wunderbar, dass dieses Zahnimplantat ein Innenleben hat. Und dieses Innenleben ist zur Aufnahme von wiederum speziellen Teilen geeignet. Das heißt, in dem Fall ist das ein Sechskant, wo also ein Sechskant in einen Sechskant greift. Dadurch haben wir eine ganz, ganz stabile Verbindung. In diesem speziellen Fall ist es auch so, dass es eine konische Verbindung ist, die auch bakteriendicht ist. Und das nennt man den speziellen Aufbauteil. Dieser Aufbauteil wird über eine Schraube mit einer ganz definierten Kraft sozusagen fixiert und auf das kann man nun verschiedenste Sachen machen. Theoretisch könnten wir auf das einen rosa Elefanten produzieren, was wenig Sinn machen würde. In der Regel ist es so, dass der Zahntechniker hier einen Zahn natürlich modelliert oder irgendeinen anderen Mechanismus. Ganz egal, Hauptsache dieser Teil hat hier mit dem Zahnimplantat eine feste Verbindung. Und dieser Teil, dieser wirklich graue Teil, das ist dieser Teil, der sich sozusagen im Kieferknochen befindet. Gut, das ist schon einmal sehr aufschlussreich. Ich hätte da aber noch gleich zwei Fragen. Auf der einen Seite, wie kommt dieser Unterteil mit dem Gewinde in den Knochen hinein? Und die zweite Frage ist, brauche ich für jedes Implantat, für jeden Zahn, der dann sichtbar ist, ein solches Unterteil? Oder kann man anstelle des rosa Elefanten, der keinen Sinn macht, hier auch zwei, drei oder mehr Zähne aufgebracht werden? Wie kommt das in den Organismus? Der Kieferknochen ist Teil des menschlichen Körpers. Das wird im Rahmen eines ganz kleinen Eingriffes mit einer Spritze, mit einer lokalen Betäubung sozusagen ganz schonend aufbereitet, passgenau und anschließend schonend eingebracht. In der Regel wird nachher dieses Implantat im Rahmen dieser Einheilungszeit zugenäht. Das heißt, der Patient merkt gar nicht und hat keinen Unterschied zu der Situation, die er vorher hatte. In der Regel kann man sich Folgendes merken. Wir brauchen für einen Zahn ein Implantat. Wir brauchen für zwei Zähne zwei Implantate, wir brauchen für vier Zähne aber auch nur zwei Implantate und wir brauchen für 12 Zähne vier Implantate. Das heißt, je mehr Zähne natürlich fehlen und im Extremfall der gesamte Kiefer, können wir bereits mit vier Implantaten eine Komplettlösung anbieten, währenddessen Patienten, denen zwei oder drei Zähne fehlen, auf jeden Fall zwei Implantate brauchen werden. Vielen Dank, Herr Doktor. Ich bedanke mich auch.